Hi Leute und damit auch herzlich willkommen zu meinem Halloween-Spezial dieses Jahr. Ich will am Anfang gar nicht lang labern. Die Stimmung ist so super geil, so richtig schön herbstlich in Richtung Vorfreude. Ich hoffe wirklich, dieses Feeling kommt rüber. Viel Spaß bei dem Video. Los geht's mit dreimal. Geysir. Genau. Kaliber A. Geysir Kaliber A von Funke. Das schaut böse aus. Jetzt nochmal einen einzelnen in grün. Das schaut saugeil aus. So, bunte Flamme von Explode, oder? Genau. Oh, richtig schön. So, Bonsai von Nico, einmal im Kürbis und einmal daneben. Oh, der hat ein Loch eingebrannt. Ja, gibt's wow. Nicht. Okay. Mal ganz ehrlich, wenn man das so danach sieht, kann man sich schon denken, warum. Genau, jetzt kommen wir schon zu dem Bengalfeuer von Funke. Jetzt nehmen wir mal zwei grüne und einen roten auf Schlag. Mal schauen, was am Ende stärker ist. Ich glaube tatsächlich trotzdem rot. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommt der rote Mann. So, jetzt geht es weiter mit ein paar Lufthäutern. Anfliegen. Alle müssen ja nicht sein. Boah. Was machen wir hier mit den schönen Fontänen hier weiter, oder? Und dann rauf ins Heck. Ja, super. Hast du das schon mal geil getestet? Ja, ja, da haben so geile Fontänen dabei. Kannst gerne mit der ersten anfangen. Was? Ja, Mann! Feuertopf-Ding, ey. Und auch so ein edles Gold mit drin, gell? Ja, definitiv. Ja, krass! Ja, sehr schön. Sehr ruhig. Eine sehr schöne Goldfunken. Traumhaft, echt. Ja, sehr schön. Hättest du dir das vorstellen können vor 10 Jahren, dass man sowas in der Vereins gibt? Da war 45 Feuersteinschutz. Also ungelogen, das waren gerade locker 8 Meter, oder? Bevor wir mit dem hier weitermachen, das habe ich auch tatsächlich noch nie live gesehen. Kuro-Peitsche oder was? Ne, das hier der Wunderkreisel. Ja, erstmal die Wunderkerze, genau. Boah.
ist das denn? Das hat quasi wie so eine Art, genau. Und deswegen dreht es nach unten. Wie geil ist das denn? Ich sollte das noch machen. Jetzt ist langsam am Ende angekommen. So, Knallkraut von Leslie. Komm, cool. Scheiße vielleicht. Fireballs gegen Crazy Boy. Also erstmal den Nico Fireballs. Ja, Crazy Boy. Vom Klasik. Aber auch laut, ne? Also vom Crackling besser, aber. Ist halt kein knatter Ball. So, Crazy Eyeball von. Explode. Ich glaube, der hat Cracking am Ende, gell? Ja, ich glaube auch. Hier ist mein Erdschwung, jawohl. Sehr schön. Sauber, ey. Krass. So, weiter geht's mit den. Ein Galus von Leslie. So, direkt danach machen wir mal ein Chitan-Bengalo. So, jetzt haben wir hier noch die kläglichen Reste von diesem Feuerwerkseimer. Lässig. Könnten die so spannend sein, ja? Oha! Was dachte ich erst Crackling? Das sind dann die, wo man aus dem Highly Skilled auch schon kennt. So, dann nutzen wir noch das kleine Feuerchen hier gleich, um noch die Bienen anzuzünden. Richtig schön der Bienensound, ja. Das kloppt. So, und jetzt noch die Crackling Boys. Ja, sauber. Ja, sehr cool. Also Brenndauer könnte ein bisschen länger sein. Funktioniert schon gut. Einen richtig abgefahrenen Sound, ne? Ja. Dann machst du Blast die Kopf was aus. Tasmania. Die Brenndauer. Die Packung hier auf, oder? Machen wir einfach mal bunt auf und schauen, was wir uns raussuchen. Ninja-Sterne, das sind Wunderkerzen. Hier auch so interessante Art Wirbel, glaube ich. Völlig ohne Banderole. Wie heißen sie? Knatterböller. Ja. Crackling Boys, oder? Jawohl. Ganz klassisch. Hast du getroffen? Fast. Ja. Crackling Combo. Würde ich aber jetzt einfach mal eintesten und den Rest
zünden wir dann mal auf Schlag im Kürbis, oder? Crackling. So. Hören Kürbi. Einmal Blitzstrahl, vermutlich bekannt als Blitztürme. Wahnsinn. So, zweimal noch die Tarnmegalo in Gelb und in Lila. Jetzt haben wir das Kreuz. So, und jetzt als grande Finale quasi, insgesamt 50 von diesen Knatterpeitschen. Von Vulkan. Genau. Und da lassen wir jetzt quasi einen aus dem Kürbis rausschauen und den Rest stopfen wir alles rein. Und dann schauen wir mal, wie das als Abschluss crackelt. Kürbis, tut uns leid. Und auf geht's. Happy Halloween. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ach du Se. Ach du Se. Sie läuft noch. Also er sieht mitgenommen aus, aber tatsächlich nicht so mitgenommen wie die Kamera.